Entschuldigen Sie, aber ich habe seit der Kollision mit den Asteroiden keine aktuellen Daten über das Personal. Kollision mit Asteroiden? Was ist das denn? Dort wurden Menschen entsorgt oder Teile davon. Der Computer macht sich selbstständig und bringt alle Leute um. Johnny, baust du auch keinen Unfug? Ich weiß nicht, hier läuft irgendwas und ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich versuche es jetzt erstmal zu stoppen. Im Ballsaal wurde es still, als Cassilda ihre Erzählung wieder aufnahm. Im Traum war ihr eine im Himmel schwimmende Insel aus Metall erschienen. Ihr Schatten flackerte im feuchten Spiegel ihrer Augen, während sich die Bildnisse unterschiedlicher Zeiten in einer Konvergenz zu vereinigen begannen. Das Fieber ihrer Erzählung nimmt zu. Das Dröhnen einer Kraft ließ die Weingläser der Festgesellschaft singen, doch zeitgleich die Insel in einen Sog der dunklen Sterne gravitieren. Ein Wehklagen geht durch die Menge der Zuhörerschaft, doch der fremde Gast, der nun wieder hineintrat, erklärte die Situation mit neuen Worten. Metall verbiegt sich und die Bestandteile würden sich lösen. Ein Loch in der Himmelsschwärze, das Maul zwischen unbedeutender, gleichgültiger Leere.